Hey Leute, herzlich willkommen zu League of Update. Ja, ziemlich lustig. Eigentlich wollte ich ja League of Anschauen sagen, aber beziehungsweise League of Nachschauen. Aber jetzt ist es spontan League of Updates geworden. Ist aber jetzt fertig gewesen, weil ich ewig gebraucht habe, um die Programme zu öffnen und so weiter. Glaubt mir Leute, es hat 5 Minuten gedauert, aber ich habe erst jetzt die Aufnahme gestartet. Also nicht, dass hier jemand denkt, die LOL-Updates werden irgendwie schnell oder so. Nee. Ja, League of Nachschauen. Ich habe mir natürlich nochmal die Runde angeschaut und wir werden jetzt auch nochmal etwas nachschauen oder anschauen. Ist es jetzt League of Nachschauen oder Anschauen? Ich weiß es nicht. Sucht euch was aus. Ja, als Zuschauer habt ihr das sicherlich wieder gut mitbekommen. Ich rede ja immer noch ein bisschen zu viel. Spiel trotzdem besser als die anderen. Ich könnte wahrscheinlich noch nebenbei Morüben schneiden und bei Morüben schneiden mir dann in den Finger schneiden, dann zum Notarzt fahren und dann dort feststellen, dass sie mir den Finger amputieren müssen, weil es nicht mehr heilen kann und dann quasi eine Woche stationär im Krankenhaus bleiben. Ich würde nach Hause kommen und trotzdem immer noch ein besseres Ergebnis aus dieser Runde gezogen haben, als meine debilen, dummen Mitspieler, die halt nichts anderes machen müssen. Aber es gab eine Sache, die muss ich jetzt mal kontrollieren. Und zwar hatte der liebe Odir, und das habe ich beim Aufnehmen tatsächlich nicht gecheckt, AP! Und jetzt weiß ich doch tatsächlich nicht, inwiefern der, ob der irgendwas hat, was mit AP skaliert. Was haben wir denn hier? Wenn du die macht, dann ist hier so eine kurze Zeit zusätzlich Angriffstempo, Lauftempo, okay. Macht des Tigers, Angriffstempo ist für ein paar Sekunden erhöht, andauernder Effekt, Odir ist normale Angriff und jeder darauf fügt 3x7 Schaden zu. Odir wird von einem vorübergehenden Schild beschützt, absolviert eine erste drauf heilen seines maximalen Lebens. Macht Bären, vorübergehend Effekt, normale Angriff betäuben, sich dieser Effekt kann im selben Ziel mehreren Sekunden. Macht des Phoenix, aktivieren, Facet, pulsieren, Angriff, bla bla. Ich sehe hier nichts, was mit AP skalieren könnte. Ich wage zu behaupten, dass ich das schon ein, zwei Mal gesehen habe, aber ja, also ich würde sagen, das war nicht so gut, oder? Ja, aber lustigerweise habe ich dann auch gesehen, dass der fucking Garen so diesen komischen MP-Stachel hatte, ne? Da hier. Stachel. Also, dass Garen mit irgendwie mit AP skaliert, das wäre mir auch neu. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, dass der Garen irgendwie super gut war. Ja, das Problem war dann tatsächlich, dass die Botlane irgendwie nicht mit dem Heimerdinger klargekommen ist. Also, Heimerdinger ganken, hätte ich das machen sollen? Ja, nein, ich weiß nicht, Leute, ich weiß nicht. Das ist, es ist halt fucking Heimerdinger, das kann richtig schief gehen. Irgendeiner meinte so, dass Heimerdinger die Lane freezen könnte, ich bin mir nicht sicher. Ich würde spontan sagen, nein. Weil er kann die Türme ja, den Türmen ja nicht sagen, ja, greif mal an, greif mal nicht an. Aber gut, vielleicht mag mir der ein oder andere Heimerdinger-Pro da was anderes erzählen. Jedenfalls, ja, das Hauptproblem war dann tatsächlich, dass Odir irgendwie AP gegangen ist und ich meine, der hat ja am Anfang sehr, sehr viel Ganks gekriegt, ist aber ein bisschen übermütig geworden und Heimerdinger hat sich dann spontan dazu entschlossen, einfach die Lane zu wechseln, ist dann hochgegangen und hat den Odir und den Lee richtig abgefuckt. Damit sind sie überhaupt nicht klargekommen, ne, dass da plötzlich fremde Leute auf der Lane sind. Das ist wie als wenn irgendwie ein fremder Mensch an der Tür klingeln würde, ja, da weiß man, oder sogar rein will, ja. So eine Lane ist ja quasi dein Zuhause und dann ist es ja nicht so, dass die da einfach anklopfen, sondern sie wollen ja durch. Ja, stellt euch vor, bei euch klingelt jemand und ihr sagt so, nein, ich will nichts und dann kommt ihr einfach in eure Wohnung rein. Ja, gut, die Politik würde jetzt wieder sagen, naja, Asylant und so, wir müssen doch sowieso Asylanten aufnehmen. Also die würden dann wieder sagen, ist doch gut, wenn fremde Leute in deine Wohnung kommen, ne? Ja, also das wollen sie ja irgendwie durchbringen und es gibt ja dann auch viele, die immer sagen, ja, also wenn es darauf ankommt, ich würde einen Flüchtling mit nach Hause nehmen. Und dann gab es ja schon so Interviews, wo dann der Interviewer wirklich dann einen Asylanten geholt hat und gesagt hat, ja, hier, na, also ist ja super, freut mich, dann können Sie doch den gleich mit nach Hause nehmen, ne? Und dann kamen die Ausreden so, nee, ich muss das erstmal mit meiner Familie klären und, spontan, passt's mir doch nicht, ich habe gerade einen Termin und, ne, also, da weiß man, was abgeht. Aber ja,
Ja, ne, hatte ich ja jetzt alles gesagt. Also es ist immer noch ein bisschen schwierig, klar. Spielen, reden und so. Ich denke, das wird, Leute, das wird. Wie gesagt, die meisten LOL-Let's Plays, die haben nicht länger als 10 Folgen gehalten. Von daher war das dann immer so, ja, vielleicht hatte ich mich dann fast schon eingegroovt und dann hat es aber wieder keinen interessiert. Also habe ich wieder 3 Jahre Pause gemacht und so weiter, ne? Es ist immer so das Ding. Aber ich denke, das wird dieses Mal sehr, sehr gut funktionieren. Also es wird schätzungsweise länger als 10 Folgen lang sein. Naja, mindestens 30, 31 halt, ne? Und dann werde ich schauen, ob das Geld wieder oben ist. Und wenn nicht, dann höre ich einfach auf. Ja, das hatte ich ja schon gesagt. Ja, ich weiß, das klingt immer ein bisschen gemein, aber Leute, ich habe über 3000 Videos und es gibt so Leute, die, besonders die Streamer, die streamen einfach. Die öffnen einfach den Stream und kriegen alle 5 Minuten 10 Euro. Ja, und dann. Ihr kennt ja vielleicht den einen oder anderen Reaction-Stream oder so, wo du dann denkst, hey, die Leute reagieren auf andere Videos und dann hörst du alle 2 Sekunden, danke für dein Follow, danke für dein Follow, danke für dein Follow, danke für deine Donation, danke für deine Donation, danke für deine Subscription, danke für deine Donation, danke für dein Follow, danke für dein Follow und du denkst dir einfach nur so, wow, geil, wirklich, echt, echt geil. Und dann stellt sich wirklich ein Kuchen-TV hin. In seinen aktuellen Videos, der wurde ja irgendwie von Twitch gebannt, weil da wären wir wieder bei dem Thema Twitch ist scheiße. Er hat irgendwie vor 3, 4 Jahren auf ein geil. I can't jungle who wants. Das ist tatsächlich die einzige Lane, wo ich wirklich switchen muss. Also wenn ich jetzt Support kriege oder so, sage ich, okay, aber ich kann nicht und ich will nicht, okay? Ich will nicht Bear Grylls spielen. Ich finde das super langweilig, super scheiße. Und wir wissen ja, am Ende des Tages ist immer der Jungler schuld. Also von daher. So, deswegen, ja, weiß ich jetzt natürlich auch dementsprechend nicht, was ich bannen soll, weil ich ja nicht weiß, wo ich hingehen soll. Vielleicht kriege ich ja den Support. So. Und ganz ehrlich, wenn keiner reagiert, mache ich Insta-Log. Und dann, ja, dann können wir mich mal. Ich schreibe schon mal pro forma hin. Thanks for. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Communication. Naja. Thanks for. Ja. Kommunikation. I will just go mit. Have fun. Na, noch kannst du. Noch kannst du. Ah, oh. Oh, das ist jetzt aber doof gelaufen. Oh, Mensch, ja. Ja, da ist es. Da will man da wirklich interagieren, kommunizieren und dann kommt da nichts bei raus hier. Tja, Pech gehabt. Pech gehabt. So, wo war ich denn jetzt? Scheiße, ich habe jetzt total den Faden verloren. Mist. Gib mir mal ein paar Sekunden. Fuck! Wo waren wir denn? Wir waren irgendwie. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Also wenn so was Wichtiges war, wird es in der nächsten Folge fortgesetzt. Gott, Alter, wirklich, das. Da sieht man Autofill Jungle und ich bin komplett raus, ne? So ekelhaft. Richtig, richtig ekelhaft. Naja, gut. Ja, ich weiß nicht. Ich würde sagen, dass. Ich weiß nicht. Das, we can open, that's fine by me. Wenn er die Zeit verschwenden will. Ich weiß, dass er wahrscheinlich darauf pocht, dass ich rausgehe. Aber nö. Ne. Das ziehen wir jetzt eiskalt durch. Was ich natürlich hätte auch machen können, ist halt nicht zu wählen. Also klar, ich könnte jetzt noch den Clan schließen, aber nö. I'll troll, ja. Lass mal trollen, würde ich sagen. Lass mal trollen. Irgendeiner geht raus. Ich poker jetzt. Ich poker jetzt. Ich poker jetzt sehr, sehr hart. Oh, ich hab wirklich überhaupt gar keine Lust auf irgend so eine Scheiße hier. Ich werde in der letzten Sekunde rausgehen. Ja. Ja, irgend so ein scheiß Araber oder so. Ach ja, wir waren bei Ausländer. Jetzt fällt es mir wieder ein. Oh, fuck. Okay. Okay, da muss ich rausgehen, muss ich rausgehen. Oh, ekelhaft. Ach ja, immer diese Auschwitz-Leute. Ja, das ist so das Ding, ne? Da, also. Wie läuft denn das eigentlich in unserer Gesellschaft so? Also, ich weiß, die ist ja
Also unsere Infrastruktur und so weiter ist ja quasi kaputt, aber ich würde sagen, dass wir noch nicht so weit sind, dass wir beispielsweise Krankenschwestern befehlen, sie sollen Feuerwehrmann spielen oder Polizistin, dass wir zu einem Zahnarzt sagen, hier, ja, mach mal, sei jetzt mal irgendwie Sportlehrer an einer Schule oder so. Ja, also wie ich versuche mich jetzt so minimal unter Kontrolle zu halten. Am liebsten würde ich ja jetzt verbal den Dritten Weltkrieg starten. Aber wie querschnittsgelähmt, wie geistig behindert, wie schlimm, wie Riot Games, ja? Wie verwurzelt und abartig ist eigentlich, spreche ich jetzt in Einzel- oder Mehrzahl? In Mehrzahl. Ihr, eu euer, wie, wie abartig ist eigentlich euer Stammbaum? So, also seit wie vielen Generationen? So, irgendwie seit, weiß ich, hat das damals während der Französischen Revolution angefangen oder war das schon zu Jesuszeiten oder so? Wie lange hat euer Stammbaum eigentlich Inzest betrieben? Wie oft habt ihr eure eigene Mutter in den Arsch gefickt und hinterher geschwängert? Schön mit dem Schwanz, der voller Scheiße ist, dann nochmal richtig schön frontal reingehauen. Wie krass waren diese familiären Aktivitäten eigentlich, dass ihr euch dachtet, hey, wir lassen jetzt mal dem Typen die Position Jungler, obwohl er überhaupt gar keine Ahnung vom Jungle hat und auch nicht nur, dass er keine Ahnung hat, er will das auch nicht spielen, ja? Versteht ihr das? So, es gibt tatsächlich Spiele, die man spielt, um Spaß zu haben. Ja? Spaß. Oder wie SpongeBob sagen würde, Fun, ne? F steht für Freunde, die was unternehmen, uns steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, werde ich euch alle ausrotten, weil ihr Missgeburten seid! Was zur Hölle, Mann? Fucking Riot Games! Ist so dumm! Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ja, es ist ja ein automatisierendes System. Ich weiß, dass da jetzt in dem Moment keiner dahinter stand und jetzt auf den Knopf gedrückt hat. Aber tatsächlich haben sie es ja vorher gemacht. Das ist so das Ding. Irgendjemand hat die Scheiße ja programmiert. Ja. So, ich bin ja schon so weit, ich hab's ja vor zwei, drei Folgen gesagt, hey, Support, kein Problem. Ja, ich bin ja schon so weit. Aber es gibt wirklich auch diese komischen Tage, wo du dann wirklich irgendwie fünf Runden spielst und dreimal Autofill Jungle kriegst, ja. Also für alle, die das nicht verstehen. Ich wähle ja hier Positionen aus, ne? Und bei mir steht jetzt natürlich Mitte und Top. Das heißt, ich warte auf ein Team, welches, wo jemand halt, ja, die anderen Rollen angegeben hat. Es ist so ein bisschen wie Partnersuche tatsächlich, nur dass es halt eine Teamsuche ist. Das System sucht halt natürlich fünf Leute raus, jeder hat dann so seine Position. Aber es gibt dann eben halt Uhrzeiten, Momente, wo einfach keiner da ist für eine gewisse Position. Und in dem Fall, man stellt sich jetzt vor, keine Ahnung, vielleicht spielen gerade, das klingt auch so unrealistisch, vielleicht spielen gerade in Anführungsstrichen nur 800.000 Leute LOL auf meinem Server. Und von diesen 800.000 Leuten gibt es gerade keinen, der gerade Jungle angegeben hat und dann nach Jungle sucht. Dementsprechend wird jemand von den anderen gezwungen, halt diese Position zu spielen. Wie gesagt, stellt euch vor, ihr macht eine lange Krankenschwester-Ausbildung oder irgendwie sowas. Und dann willst du halt dich irgendwie bewerben. Dann bewirbst du dich halt in einem Krankenhaus. Und dann kommst du da hin und dann sagen sie dir spontan, ja, aber wir brauchen jetzt Feuerwehrmänner oder so, ja. So, und jetzt werden wieder Muttergefickte, Holocaust, Inzeste, Allahu Akbar Geburten sagen, ja, aber du kannst es ja lernen und bla, und du kannst dich ja arrangieren. Ja, du kannst mir auch mal den Schwanz lutschen. Also, wenn du weiblich bist und gut aussiehst. Das ist aber nicht das, was ich spielen will. Versteht ihr das? Ja, ich weiß, dass ihr sehr, sehr indoktriniert wurdet, aber ich will tatsächlich beim Spielen Spaß haben. Und wenn ich keinen Jungler spielen will, dann
spiele ich den nicht. Punkt. Und ich, wie gesagt, ich kann das ja jetzt auch nicht. Das heißt, das Ding ist jetzt, ob ich jetzt ja hier die 5 Minuten warte oder halt 30 Minuten lang mein Team in den Ruin treibe, das ist ja so das Ding. Ja, die wollen dann, dass du diese Sachen spielst, aber wenn du das nicht kannst, dann schadest du doch auch deinem Team. Ja, das ist doch immer das, was Riot Games will, dass man im Team arbeitet, dass man sich gegenseitig aufeinander Rücksicht nimmt und so weiter, ja. Aber irgendwie ist das dann doch schon geheuchelt, oder? Weil du ja, das Spiel fängt noch nicht mal an und ich wurde schon zu etwas verdonnert, das ich gar nicht spielen will. Ja, also schon krass. Übrigens nochmal zu der Bann-Geschichte. Das fiel mir auch vor ein, 2 Tagen dann wieder ein. Riot Games, ich habe ja dann wirklich versucht, mich zu wehren, weil in dem Moment war ich dann doch schon schockiert, ne? Also es ist ja nicht so, dass der Bann auch sofort kommt nach der Runde, sondern er kam dann, als ich wieder versucht hatte, eine Runde zu spielen. Und ich hatte dann so ein bisschen mit dem Support geschrieben. Und der Support meinte, dass er kann das verstehen und so weiter. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, als hätte ich, würde ich jetzt mit einem Arschloch oder so schreiben. Aber gut, kann man ja immer schreiben, ne? Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Kennt man ja aus WhatsApp und Lovoo. 90% aller Internetbeziehungen starten mit dieser Lüge. Ich verstehe dich, ja. Und er meinte, dass es okay ist, sich aufzuregen, man soll es nur nicht im Chat machen. Ja. Und dann hatte ich, glaube ich, irgendwie sowas geschrieben von wegen, ach so, also wenn ich jetzt irgendwie meine Mutter verprügle oder draußen Amok laufe, dann ist es okay, solange ich jetzt nicht in den Chat schreibe, ne? Also so auch das ist, ich finde das auch sehr, sehr geheuchelt, einfach zu sagen, ja, es ist okay, seinen Frust auszulassen, mach das nur nicht im Chat, ja, du kannst alles andere machen, lauf irgendwie Amok oder so, aber bitte lass es nicht im Chat aus, ja. Also er hat schon realisiert, so ja, das kann einen psychisch fertig machen, wenn das über Jahre passiert. Aber hey, lass es halt an anderen aus. Lass es nicht an unseren Spielern aus. Unsere Spieler sind uns heilig. Was du mit anderen Menschen außerhalb von LOL machst, das ist uns egal. Das ist Riot Games. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Ja, geil. Oh Gott, Alter. Der Inzest-Stammbaum von Riot Games, ey. Der muss so hoch, so lang sein. Ich meine, bei Overwatch, wie gesagt, da haben die jetzt wahrscheinlich auch Inzest betrieben. Weil anders kann ich mir auch nicht das erklären, dass die da jetzt auch diese Rollen einbinden. Ich hatte es ja minimal angesprochen. Ne? Ich habe Overwatch tatsächlich gespielt. Fand das anfangs so geil. Das war so ein. Die hatten da aktuell so ein Angebot oder so. Es war ganz billig und ich habe es mir dann wirklich für PS4 und PC gekauft und war auch bei beiden Editionen sehr, sehr gut. Habe natürlich D.Va gespielt, ist ja ganz klar. Das ist der Charakter, der am nächsten. Der Ahri am nächsten ist. Ah ja, ich stehe auf koreanische Weiber. Holy shit. So gut. Aber gut, Ina ist jetzt nicht koreanisch. Naja, ich würde nicht. Ich will jetzt nicht so weit ausführen, aber. Ja, ich würde nicht sagen, ich hab also es gibt ja wirklich so Leute, die dann irgendwie sagen, ja, bei mir müssen jetzt unbedingt Blondinen sein und die müssen so und so große Brüste haben und so weiter. Würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn ich jetzt so zurückdenke an die ganzen Mädels, die ich hot fand, also wir hatten öfter mal lange braune Haare, okay? Das ist mir aufgefallen. Aber fernab von dem haben die sich alle körperlich, größentechnisch und so weiter, alle voneinander unterschieden. Aber ja, sie sollten halt nicht steinalt aussehen. Das ist mir schon wichtig, Leute. Deswegen, also ich stehe schon, ja, siehst du, da kommt der Holocaust-Supporter, aber von mir aus. Das ist auch so das Ding, das System will dann auch nicht locker lassen. Das will ich dann unbedingt in den Arsch ficken. Ja, koreanische Mädchen stehen schon bei mir ganz oben, weil sie halt auch einfach jung aussehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mega drauf fixiert werde, aber die Mädchen sollten schon jung aussehen, also nicht irgendwie wie 40, 50 oder so. Ich hatte tatsächlich in meiner alten Klasse mal eine, die, ja, die war halt genauso alt wie ich.
halt da so 16, 17 halt, aber die sah halt schon aus wie 30, 40 oder so. Also die hatte tatsächlich schon Falten, sowas gibt's. Gibt ja dann auch Jungs mit weißen Haaren während der Schulzeit und so weiter. Gibt's alles, ne? Und dann gibt's natürlich auch Mädchen, die in dem ungefähr im selben Alter sind wie ich und aussehen wie 14, 15. Ja, naja. Ich sag mal so, wenn ich die Wahl habe zwischen einer, keine Ahnung, zwischen einer 20-Jährigen, die aussieht wie 40, und einer 20-Jährigen, die aussieht wie 14, dann würde ich das zweite nehmen, ganz klar. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht so weit. We don't have any tank. Aha, erzähl mir mehr. Also solche Leute gibt es auch, wollte ich gerade sagen. Ja, es gibt ja fast nur solche Leute, die dann sagen, ja, wir müssen doch Meta spielen, wir müssen doch Meta spielen und so weiter. It's S9, ja. Season 9, Alter, Tanks sind Müll. Aha, der klingt auch so, als hätte er 500, fick deine Mutter, 500 Jahre Spielerfahrung. Der, es dauert dann noch eine Weile. Muss ich wohl weitererzählen. Ja, wo war ich? Ja, also, ich weiß nicht, das ist so, Menschen, die jung aussehen, verspüren halt irgendwie mehr Leben offensichtlich. Und das ist mir halt schon sehr wichtig, dass ich das Leben spüre. So, wer, also, wenn du jetzt so eine 50-jährige Freundin hast oder so, wo die dann quasi schon buchstäblich nach Tod riecht und aussieht, das zieht einen doch schon so ein bisschen runter, oder? Deswegen würde ich ja sagen, immer die Mädchen, die jünger aussehen. Wobei, das ist dann natürlich auch sehr, sehr lustig, weil es ist ja so, dass die Teenager schminken sich, um alt auszusehen. Und dann ab 25, 30 Jahren schminken sie sich wieder, um jung auszusehen. Ja, also ist auch ein bisschen paradox tatsächlich. Aber ja, also wenn wir schon mal beim Thema Schminke sind, ich mag das ja gar nicht so, ne? Ich mag natürliche Sachen. Also dieses ganze Mega-Geschminke, Mega-Lippenstift und so weiter, das ist tatsächlich nicht meins. Ich mag natürliche Schönheit. Also, liebe E-Girls, ihr müsst das nicht tun, okay? Geht der nächste raus. Ihr müsst das nicht tun. Habt einfach ein wenig Selbstvertrauen. Steht zu eurer natürlichen Schönheit und dann passt das. Hab nämlich von dem einen oder anderen Mädchen schon mal gehört, dass es nicht so gut ist für die Haut. Dass das sehr, sehr giftig ist. Aber ja gut, darum geht's ja nicht, ne? Also wenn das jetzt gesund wäre oder so, dann müsst ihr das trotzdem nicht machen, ja? Und dann gibt es ja auch immer welche, die sagen, also es ist ja so, durch unsere Gesellschaft und so weiter wird uns ja eingetrichtert, was geil ist. Früher hat man den Leuten eingetrichtert, dass total dünne Weiber geil sind. Da hat man dann überall in der Werbung und so weiter dünne Weiber halt gezeigt. Mittlerweile geht der Trend tatsächlich in die andere Richtung, ja, dass man eher dickere Weiber nimmt. Man kennt ja vielleicht diese Sprüche und so weiter, die dann immer im Internet kommen. Big Thighs und so weiter, ne? Schöne, kräftige Beine und dicke Schenkel und so weiter. Fasziniert mich tatsächlich, dass wir da so in die Richtung gegangen sind. Ich bann jetzt einfach mal Diana, ne? Einfach immer den Champ bannen, gegen den wir das letzte Mal gespielt haben. Also wirklich sehr, sehr interessant. Aber so oder so sollte man nicht drauf hören. Man sollte einfach so leben, wie man mag. Und dann passt es. Und es ist auch wirklich egal, ob du dicke Brüste hast oder dünne oder so. Ich finde, die müssen immer zum Körper passen. Ja, also wenn du jetzt irgendwie mega dünn bist und dann die mega Dinge hast, dann sieht es auch komplett scheiße aus. Und andersrum dann dementsprechend auch, ne? Also ich würde auch sagen, dass das, wenn du wirklich immer auf deinen Körper hörst, wenn du wirklich immer dich normal ernährst, und mit normal ernähren meine ich jetzt nicht immer viel Obst essen und so weiter, sondern wirklich immer das essen, was der Körper will, ja? Gibt ja dann immer Leute, die sagen, ja, ess nicht so viel davon, nicht so viel davon, nein, ess einfach das, was du willst, aber auch nicht mehr. Ja, da gibt's dieses Hungergefühl. Und wenn dieses Hungergefühl weg ist, dann hört man auf zu essen. Also viele Leute essen ja, bis sie komplett voll sind. Ne, man kennt das ja. Man sagt dann so, oh, jetzt bin ich voll gefressen und das ist schon zu viel. Ja, nur so viel essen, bis der
bis das Hungergefühl weg ist. So, und wenn du das machst und so weiter, dann bin ich vollstens davon überzeugt, dass der Körper, den du dann hast, einfach perfekt ist. Also, dass er zueinander passt, dass du halt in dem Fall nicht größere oder kleinere Brüste hast, sondern es passt einfach. Es passt einfach. Ja. Es sei denn natürlich, du fängst, habe ich auch schon gesehen, ich hatte eine ging auf meine Schule, die war ein, zwei Klassen unter mir. Die fand ich auch mit 14, 15, 16 sah die voll gut aus. Aber dann hat sie halt angefangen, sie hatte halt dann einen Freund, der war 3, 4, 5 Jahre älter. Und Moment. So, erstmal schön in den Ladebildschirm hier gewechselt. Ja, die hat dann tatsächlich. Die ist tatsächlich dann schwanger geworden. Keine Ahnung, mit 16, 17 halt. Und ich meine, ich habe das ein paar Mal gehört. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem so wirklich passiert, aber. Puh, die ist durch die Schwangerschaft dann 500 Mal fetter geworden und das war dann schon echt krass, so einfach diese Vergleichbilder so. Hey, das war die 15-Jährige, die auf meine Schule ging. Hey, das ist die 17-Jährige, die demnächst wahrscheinlich Pumba spielt bei Timon und Pumba. Also, sorry, aber das war schon richtig heftig. Die war super schlank und so weiter. Also, wow. Ich weiß jetzt nicht, ob das direkt durch die Schwangerschaft passiert oder eher so durch die Hormone halt, weil man isst ja dann irgendwie angeblich mehr, wenn man schwanger ist und so weiter und so fort. Aber es gibt ja dann tatsächlich auch viele Mädchen, die sich dann davon wiederholen, die nach der Geburt dann wieder schlank werden, aber nee, die hat dann tatsächlich noch ein Kind gekriegt und nee. Nee, einfach nein! Und jetzt, ich meine das jetzt, auch nicht in dem Sinne von, Igitt, die ist fett und so weiter, sondern also es ist okay, also wie gesagt, es ist vollkommen okay, ob ihr dick oder dünn seid und so weiter und so fort, aber sie war halt von Natur aus extrem dünn. Und dann fuckt es einen natürlich mega ab, wenn man dann sieht, dass sie 20 mal fetter geworden ist, ja. Also wenn die einfach von Natur aus so gewesen wäre, hätte ich gesagt, jo, okay, passt und so weiter, ne, aber das ist halt so das Ding, wenn du halt irgendwie zu viel Hormone hast, weil du verliebt bist oder was weiß ich, wenn du dich einfach vernachlässigst, dann ist es halt schon scheiße, ja. Es wäre andersrum auch scheiße. Stellt euch wirklich vor, ihr seid halt etwas dicker und dann werdet ihr irgendwie magersüchtig oder so. Das ist genauso scheiße. Ja, also Botschaft des Tages: Hört auf euren Körper und dann passt es. Schade, dass ich jetzt keinen Charme hab. Spring einfach mal rein, mal gucken, was. Oh, okay, passt. Passt! Ja, so. Dann schauen wir doch mal, ob wir. Moment, haben wir jetzt hier irgendwie. Ah, da steht ein Wort, passt. Dann schauen wir mal, ob wir das hier ein bisschen besser kontrollieren können hier, dass ich vielleicht ein bisschen mehr die anderen Lanes auch kommentieren kann. Ja, jetzt ist ADC natürlich am Arsch. Da muss der Pike ran, ich mach das nicht. Ich mach das nicht, ich bin zu stolz. Und so. Ja, der Zedmaster, ne? Da ist es immer ganz, ganz wichtig, vor ihm oder wenigstens gleichzeitig Level 6 zu erreichen. Also wenn du da wirklich vor Level 6 Scheiße baust, weil ab Level 6 gibt es die ultimativen Fähigkeiten für alle Neulinge. Wenn du da wirklich Scheiße baust, dann bist du raus, würde ich sagen. Dann hast du gegen Zed nicht mehr viele Chancen. Es sei denn, er ist natürlich mega behindert, ist ja ganz klar. Weil die Ult ist einfach ekelhaft. Klar kann man natürlich, ich habe ja die beste Gegenwaffe in meinen Charme und so weiter, klar, aber wenn du dann eben halt nicht wegspringen kannst, wenn du keinen Blitz hast oder so, und der halt dann, wie gesagt, ein Level über dir ist oder so, dann ist das schon ziemlich heftig. So. Da das schön kassiert, würde ich mal sagen. Ja, wir können beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen über Piercings und Tattoos und so weiter reden. Da könnte man auch ein bisschen was erzählen. Ne? Also, falls ihr da Lust habt. Das heißt, falls ihr Lust drauf habt. Ich werde einfach drüber reden, weil ich Bock drauf hab. So. Falls ich beim nächsten Mal Bock drauf hab. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ob wir da auch wieder 25 Minuten warten müssen auf ein Kack-Game. Mann, 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 Mann,
wie sieht's aus? Ja, ich finde jetzt ein bisschen dumm, dass ich ihn so einpush. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen beabsichtigt von ihm hier war. Oder ob er jetzt einfach mit dem Flow mitgeht. Aber... Oh fuck, kommt ja auch immer auf den Jungler an. Der Mundo ist... Okay. Ah... Was da wohl passiert, wenn Yumi auf Mundo springt? Ob das nur so eine große Wirkung hat? Weil ich weiß ja, dass das klar, Yumi erhöht die Angriffskraft und die AP, aber erhöht sie irgendwie auch die Lebensregeneration oder so? Das wäre ziemlich heftig. Ich würde sagen, der freest hier wirklich so ein bisschen, ne? Oder vielleicht... Beleidigt ihr auch gerade seine Teamkameraden? Oh, da fällt mir spontan ein, ich habe die Zensur noch nicht aufgehoben. Sorry. Ups, beim nächsten Mal dann. Ah? Oh, okay. Falsch gedacht. Oh nein! Okay, oh, das Level Up. Oh, das hat mich jetzt gerettet, ne? Okay. Da wollte er nochmal rein. Da hat er gemerkt, oh scheiße, ich muss ihn jetzt mitnehmen. Ja, der macht jetzt hier die Vase ein. Das ist okay, weil ich ja zurückgehe. Ne? Kann man mal machen. So. Wie sieht's aus? Lanes abchecken. Oh, der passt. 1-1. Moment, das habe ich doch hier schon wieder falsch positioniert. So. 1-1, ja. Wellen, klar. Verkackt jetzt hier am Anfang so ein bisschen, aber ist ja auch Late Champ, ist ja scheißegal. Ach, das hatte ich noch nicht erzählt, ne? Ja, egal, das spare ich mir auch für die nächste Folge auf. Jetzt will ich gerade Kaiser sehen. Ja, nee. Nee. To be continued. Ah ja. Ja, es ist immer gut, wenn man was in der Hinterhand hat, würde ich sagen. Ups. Upsi pupsi. Da habe ich ordentlich was abgekriegt. So, die machen jetzt den Drachen. Wolkendrache, ja, naja, kann man mal machen. Wolkendrache ist immer so, Hab ja irgendwie gehört, die haben den Mini verbessert, aber ich weiß nicht. Das ist halt vielleicht für später irgendwie gut oder so. Kommt halt auf die Champs an. Wenn du jetzt mit deinem Champ nicht irgendwie wegspringen kannst oder so. Nein, nicht Quatsch, stimmt auch nicht. Die. Autsch. Der Wolkendrache, der funktioniert ja nicht, wenn du im Kampf bist. Das ist so das Ding. Das sollten sie vielleicht irgendwie wegmachen. Dankeschön für den Kill. Report Mundo, please. Oh, guck mal, das gegnerische Team regt sich mal auf. Das ist ja auch was Neues hier. Auch was Neues. Ja, ich darf das nicht so sinnlos raushauen. Ja, was war denn mit Mundo, hä? Oder, ich weiß nicht, hatte ich den gerade getötet? Ich bin mir nicht sicher, was ich da gerade getötet hatte. Ich habe nur den kleinen Lebensbalken gesehen. Ihr müsst wissen, ich bin da sehr, sehr oberflächlich. Ich guck da... Nee, wobei, nee, das stimmt nicht. Wenn ich oberflächlich wäre, würde ich ja... Ich habe nur auf den Balken geachtet. Ich habe nicht gesehen, wen ich da gerade getötet hat. So ein bisschen wie bei Kratos damals. Aber mehr verrate ich da nicht. Spoiler. Der hat doch auch nur getötet. Und hat nicht realisiert, wen er da getötet hat. Na, komm. Ja, holt mich. Oh, er ist nicht dumm. Er hätte den totalen Turmschaden abgekriegt. Oh, ich provoziere es mal ein bisschen. Schade. Das ist so das Ding. Man wartet als Ahri immer sehnsüchtig drauf, dass er einen ultet. Und dann macht er es aber nicht. Greift dich normal mit seinen Schuriken an und dann bist du tot. Weil du die ganze Zeit... an deinen Charm denkst. Die ganze Zeit versuchst, ihn zu charmen, ne? Okay, er freest. Er ist gut, er freest. Okay, ich gehe. Ja, so wie zum Thema Smurf wieder, ne? Beziehungsweise neuer Spieler. Und jetzt bist du tot! Ha. Tja. Ich bin halt der krasseste. Der krasseste Köder überhaupt. Wäre ich jetzt noch nicht volljährig, würde ich sagen, ich bin ein Jailbait. Ja. Ahri ist ja leider auch kein Jailbait, also wenn wir sie jetzt mal nehmen. Ist sie nicht irgendwie schon ein paar tausend Jahre alt oder so? War sie eine von denen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass Ludo ein paar tausend Jahre alt ist.
Bei Ari bin ich mir gerade nicht so sicher. Wenn sie ein normales Alter ist, dann war sie, glaube ich, so, keine Ahnung, 19, irgendwas zwischen 19 und 25 oder so. Ja, warum ich jetzt ausgerechnet 25 sage, woran könnte es nur liegen? Ja. Gab so viele Charaktere in meiner Kindheit, wo ich so dachte, boah, geil, Alter, Yuna 19, Riku 17 und jetzt bin ich einfach älter als die ganzen Charaktere, das ist so komisch. Aber ja, sie altern halt nicht, was soll man da machen, ne? Wobei, Final Fantasy 10.3 soll ja irgendwie so in Planung sein, vielleicht ist sie ja dann 40 oder so, dann kann man da ja noch ein bisschen was machen, schätzungsweise. Wenn sie mit 40 noch gut aussieht. Ja, ich glaube, das mit Zed, das hat sich jetzt hier so ein bisschen erledigt, ne? Zed ist, wie gesagt, wenn du am Anfang Scheiße baust, dann ist er schon gefährlich, aber ansonsten, Zed ist auf jeden Fall kein Late Champ. Immer wenn ich gegen ein Zed spielen muss und die Runde länger als 30 Minuten geht, potenziell denke ich mir so, ja, ne, der Zed, der wird dir später nichts mehr bringen. Kann ja höchstens einen rausnehmen, wenn er sich gut anstellt, aber Zed ist im Late so nutzlos. Ja, komm, komm, ulte mich. Ulte mich! Oh. Blub. Hat aber mehr Farm als ich. Oh. Ist eine gechillte Runde, ha? 2-10 könnte tatsächlich mal der erste Sieg werden. Wow. Das funktioniert doch immer wieder. Oh nein! Oh, okay. Immer dieses Manipulieren. Du läufst nach links und der Gegner läuft automatisch nach rechts und dann einfach nach rechts schauen. Das mache ich doch immer wieder gerne. Oh, how much ping are you playing? Hä? Was hat denn mein Ping jetzt damit zu tun? Kommt jetzt die gute alte Ping-Ausrede? Oder was? Ich spiele doch mit 50 Ping, Alter! 50 Ping! oder wer mir jetzt vielleicht unterstellen, dass ich einen Lag-Switch benutze? Gibt's ja irgendwie, ne, dass man sein Internet so manipulieren kann. Kennt man ja vielleicht aus Call of Duty, dass man jemanden in den Kopf schießt und dann wird man aber von dem erschossen, weil der halt irgendwie, als würde er in die Zukunft reisen, beziehungsweise in der Vergangenheit sein oder irgendwie sowas. Da kann man ja irgendwie sein Internet manipulieren. Ist doch klar, Leute, ist doch klar. Ich hack doch hier, Leute, ist doch ganz klar. Okay, die sind am Arsch. Mundo greift mal wieder an. Nee, helft jetzt nicht, Pike. Na gut, da vielleicht jetzt mal minimal auf die Bot aufpassen. Dass die da keine mentalen Anfälle kriegen. Zack, oh. Dachte, ich treffe den noch. Hat immer noch mehr Farm, du. Du. Was ist jetzt da? Okay, Yumi immer noch. Drache ist da. Je, macht das, oder? Geht jetzt runter, checkt mal so ein bisschen die Lage. Da oben passiert nichts. Ja, okay, da ist viel passiert. Ich habe es nicht mitgekriegt. 4-1 für uns. Passt. Ah, ich habe noch kein Ult. Komm jetzt. Trau dich. Und was auch geil ist, immer den Charme anzudeuten. Einfach so eine... Bei Yase funktioniert das immer gut. Einfach immer so ein Auto-Attack machen. Er denkt, du charmst und dann haut er seine Windwall raus. Das ist auch immer geil. So, Botlane tot. War das gerade Master Hurensohn? Hab gerade nicht so drauf geachtet. So, sehen wir hier irgendwas Spektakuläres an den Gegenständen? Wir haben hier schon wieder eine Manamune. Da hat mir ja leider keiner drauf geantwortet. Könnte, wie gesagt, sein, dass es jetzt gut ist. Ich weiß nicht. Also, nur mal um das klarzustellen, also gegenstandstechnisch bin ich garantiert nicht up to date. Ich kümmere mich nur um meine eigenen Gegenstände, ist ja ganz klar. Und letzten Endes ist es auch
Egal, weil die Teams halten ja, wie man gesehen hat, eh nicht 5 Minuten in-game aus. Also kann man da auch nicht große Strategien oder so entwickeln. Schade. Dachte, ich krieg mein Verbrennen raus. Das habe ich auch schon öfter mal versucht, dass ich dann gesehen habe, okay, das gegnerische Team ist late. Das heißt, ich muss auf jeden Fall ein gutes Late-Game haben. Na komm, ult ihn doch. Hab mir dann natürlich halt sowas wie den Zeitalter-Stab gekauft und so weiter, aber das, die Runde ging halt keine 10 Minuten, da wollten meine Teamkameraden schon wieder aufgeben, ne? Also selbst wenn du da wirklich irgendwie versuchst, taktisch irgendwas zu machen, bringt das alles nichts. Ich kaufe mal das, auf das ich Lust habe. Ich mache das ganz intuitiv. Biggest player I seen Ari playing under the tower early, got feed. Waiting for feed, teammate. Was? And made you cry. Yes. Waiting for tower? Was willst du? Hab ich ihn nicht eingepusht? Was? She didn't. Well, I recorded it, so yeah. I'm just saying the facts, of wie er ausrastet, ey. Ja, aber selbst Leute, die ausrasten, sind halt immer noch, können halt nicht so gut ausrasten wie ich bin. Selbst da bin ich immer noch der King im Ausrasten. Can you report Mundo, please? Oh, schade. Upsi, pupsi. Was zur Hölle, ey. Und irgendwie funktioniert das in dem Moment. Ich hinterfrage jetzt echt so, Moment. Habe ich jetzt wirklich so gespielt, wie er gesagt hat? So schlimm, Alter. Krasse psychologische Kriegsführung hier. Oh, schade. Schade. Null. Okay. Na, kommt er da ran? Nee. Okay. Mach halt so. Ja, dann würde ich mal sagen, geben die doch gleich auf, oder? You do more damage than I thought. Denk mal, der hat mich gemeint. Ja, Master Hurensohn. Oh. Nein! Okay. Da ist er reingerannt. Easy, schreibt er. Easy, der Z-Master, Alter. Easy. Ja. Get fucked on wahrscheinlich. Get shit on. You're worth gold again. Stimmt, stimmt, stimmt. Das war jetzt sein Fehler, ne? Also für alle, die nicht so viel Ahnung von LOL haben, seit 2-3 Jahren ist es auch so, dass es Kopfgeld gibt. Umso länger du am Leben bist und umso mehr du tötest, umso mehr bist du dann wert. Und wenn du dann aber 4-mal gestorben bist, ohne jemanden getötet zu haben, bist du so gut wie kein Geld mehr wert. Aber wenn du dann halt jemanden tötest, dann resettet sich das wieder so. Und Zed hat jetzt gerade jemanden getötet, dadurch war er wieder Geld wert und dann habe ich ihn getötet. Also es war taktisch nicht so klug, tatsächlich. So, der hier, der ist auch tatsächlich nicht so tanky. Tatsächlich. GG, we can you report my team, thanks. Oh, weißt du, was ich jetzt mal mache? YouTube/RavenHonor, Alter. Das mache ich jetzt mal. Das mache ich jetzt in jeder halbwegs guten Runde, okay? Ah, schön den aggressiven Set auf den Channel kriegen. Oh ja, das ist doch das, was ich will. Schön erstmal ein Dislike kriegen. Können wir bitte. Das hasse ich ja immer so, ne? Wenn die Leute da nicht, nicht die Runde beenden, sondern dann immer so arrogant in der feindlichen Basis stehen, das hat schon den einen oder anderen den Sieg gekostet. Aber hier ging es ja jetzt glücklicherweise. Ja, Leute, wir haben es dann tatsächlich nach 2-3 Stunden mal geschafft zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch, schätzungsweise. So, wen geben wir denn hier was? Ach, keine Ahnung. Waren alle okay. Der hat irgendwie viel Stress gemacht da oben, also gebe ich ihm mal was. What? Stand da unten rechts gerade 12 neue Missionen? Holy fuck, ey.
bitte nicht 12 abgeschlossen, ey. Da klicke ich mich ja jetzt durch. Muss ich mich durch Buxtehude klicken hier? Okay, 3. 4. 5. Was ist das? Ist das immer dasselbe? 6. 7. 8. 9. Okay, der zieht es halt echt durch. Ich check's nicht. Was mache ich denn hier? 4 Drachen, 7 Spiele. Okay, jetzt ist es vorbei. Jetzt, wo ich mir minimal Gedanken drüber machen wollte. Ich habe auch ein S gekriegt. Der hat auch ein S. S. Geil, geil, geil. Die meisten Honors habe ich aber leider nicht bekommen. Ja, checken wir mal den Schaden ab. Ja. Aber okay, ja. Ja. So. Ja, lass mal hier vielleicht irgendwie schauen, ob wir hier noch was machen können. Wobei, das könnte man sich vielleicht auch nochmal aufheben, wenn ich hier 5 Minuten warten muss, oder? Ja, ich kann eh nicht so viel machen. Ja, das können wir aufmachen, ist aber eh nur Scheiße drin. Von daher, ja, 450. 460 habe ich mittlerweile, okay. 100 Prestigepunkte, Symbol. Ja, das wäre schon cool, ne? Wenn ich mir spontan Prestige Ari holen könnte. Wie lange geht denn das noch? 13 Tage. Aha. Ja, das mit den WM-Marken? Das mit dem Tippspiel ist auch immer so eine Sache, ja. Da gibt's ja manchmal so Missionen, ja, schau dir eine E-Sports-Runde an und so weiter und dann machst du das und kriegst aber nichts. Total die Verarsche, ey. Naja gut, ja, ich würde sagen, wir checken das beim nächsten Mal hier vielleicht nochmal so ein bisschen. Und dann war's das. Wir haben die Transferfunktion in Vorbereitung auf das Ende der Ranglisten-Season deaktiviert. Aha, interessant, interessant. Ja, das war's heute mit Let's Play League of... Was war das? Nachschauen, anschauen... Rückschau oder irgendwie sowas. Ja, war doch ganz okay. Ganz okay in Anführungsstrichen. Das war halt wieder das komplette Gegenteil, ne? Also war jetzt nicht irgendwie so, dass das spannend ist oder so, dass man sich in der Minute 45 um den Baron streitet oder so, ne? Dass eine Attacke entschieden hat. Ne, das war einfach wieder das komplette Gegenteil. Aber wenigstens war das in Anführungsstrichen Glück dieses Mal auf unserer Seite. Ich meine, schaut euch das an hier. Das ist so das Ding, ja. Ich habe es ja gesagt, hier 1, 2, 3, 4 Mal verloren. Das hat mir ungefähr 400, 500 Meisterschaftspunkte gebracht. Und jetzt habe ich halt einmal gewonnen. Ja gut, es hat mir aber auch nur 600, 700 Punkte gebracht, weil die Runde so kurz war, ne? Aber das ist so das Ding. Stellt euch vor, ich war jetzt hier der Bleppo, der 4-mal verloren hat, und der Franzose, der Erstplatzierte, der hat jetzt einmal gewonnen in der Zeit und hat genau dasselbe gekriegt wie ich hier, der 4-mal verloren hat, der, keine Ahnung, 3, 4, 5 Stunden gespielt hat, wenn man die ganze Wartezeit mitzählt. Das ist schon ziemlich krass. Also LOL, Gesellschaft pur. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir in der Folge heute doch das ein oder andere wieder mal gelernt. Denkt dran, liebe E-Girls, habt ein bisschen Mut zu eurer natürlichen Schönheit. Also, ich sollte sagen, liebe Mädchen, liebe Frauen da draußen, nicht speziell die E-Girls. Die E-Girls haben immer irgendwelche mentalen Probleme. Also, von daher. Obwohl, ja, viele von denen wirklich gut aussehen. Aber, ja, es läuft halt nicht so im Kopf. Läuft halt nicht so, ne? Leider nicht. Ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und mal schauen, ob der liebe Zed mal vorbeischneit. Checkt vielleicht nochmal die anderen 3, 4 Folgen ab, ob da irgendwo ein komischer Kommentar gefallen ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich dann, sollte es passiert sein, mich dazu äußern werde. Ich meine, es ist an sich ja eine gute Idee, ne? Du spielst LOL, du machst LOL-Videos, also hau einfach mal den Link rein. Aber es ist mir tatsächlich in der Vergangenheit auch schon sehr oft passiert, dass dann Leute wirklich einfach irgendwelche Videos angeklickt hatten, die gar nichts damit zu tun hatten. Beispielsweise mein Persona-Let's Play
hatte damals sehr darunter gelitten. Da gab es dann wirklich einfach mal ein, zwei Folgen, die 20 Dislikes hatten. Und LOL-bezogene Kommentare, ja, also scheiß mal auf die Dislikes von mir aus, aber dann kamen dann so die Kommentare von wegen, ja, thanks for carry Lee, no problem, oder ich bin der beste Jungler oder irgendwie sowas, ja, also so, da kam dann leider wieder so dieses Kindergarten Verhalten durch, aber ja klar, ich habe es ja erklärt, ne? Das ist so das Problem, ne? So die LOL-Spieler, die leben halt auf so einer einsamen Insel, die haben keine Ahnung, was da außerhalb dieser Insel abgeht, haben keine Ahnung von Spielen und so weiter. Und dann klicken sie auf ein sehr intellektuelles, tiefgründiges Anime-Spiel und dissen es einfach, beziehungsweise sie haben es ja ignoriert. Die haben ja dann einfach ihren LOL-Scheiß niedergeschrieben. Es ist so, als würdest du halt einem Höhlenmenschen ein Handy in die Hand drücken. Der ist damit einfach komplett überfordert. Ne? Dementsprechend kann das jetzt natürlich wieder passieren. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Vielleicht erwische ich ja die ein oder andere glückliche Seele, positive Seele, die sich das dann hier anschaut und sich so denkt, hey, ja, einfach mal ein schönes Abo hier hinterlassen, ne? Kann man mal machen, oder? Kann man mal machen. Ihr wisst ja, pro Like stirbt ein LOL-Spieler, pro Aufruf wird jemand gebannt. Und wenn ihr mich abonniert, dann weiß ich nicht, was könnte denn noch die höhere Stufe sein? Ja, wir könnten tatsächlich. Mit jedem Abo erhöht ihr die Chance, dass ich der Chef von Riot Games werde, ne? Vielleicht kann ich den Scheißladen eines Tages übernehmen und das Spiel wieder gut machen. Make Riot Games bzw. Make LOL great again. Ja, da wurde einfach eine schöne Mauer erstmal drum gezogen. Dann können wir das in Ruhe bearbeiten und dann machen wir die Mauer vielleicht auf. Ja, nee, wir werden die Mauer lassen, definitiv. Denn wir müssen ja bedenken, dass auch Hurensöhne rüberkommen wollen, über die Mauer hinweg. Also richtig dumme LOL-Spieler. Und die wollen wir natürlich nicht drin haben. Ist ja ganz klar. Ne? Die müssen erstmal ihren Ausweis zeigen, müssen einen Test schaffen, müssen zeigen, dass sie minimal intelligent sind. Und die meisten werden dann einfach durchfallen. Und die kommen dann einfach nicht rein. Punkt. Beziehungsweise, die kriegen ihren eigenen Server, ja? Ja, genau so. Jetzt habe ich's. So müssen wir das machen. Wir ziehen nicht eine Mauer um Riot Games, um die guten LOL-Spieler, sondern wir ziehen eine Mauer um die scheiß LOL-Spieler. Wir bauen einen. Das ist es, Leute. Mit jedem Abo und jeder Donation unterstützt ihr mein Zukunftsprojekt. Das heißt, dass da folgendermaßen aussieht: Wir erschaffen einen Hurensohn-Server, wo alle Hurensohn-LOL-Spieler raufkommen, dann ziehen wir eine Mauer um diesen Server, also wir kapseln sie von dem Rest ab, die dürfen dann auch nicht irgendwie mit anderen Leuten im Online interagieren oder irgendwie LCS oder so schauen, sondern die dürfen dann nur Bleppo-LCS schauen, ja, wo Bleppo-Spieler aus ihren Servern daran teilnehmen. Wir ziehen dann eine Mauer drum, aber ohne Tür und werfen den Schlüssel weg. Und dann kriegen sie auch noch von mir aus auch noch ein Dach. Ja, falls es mal regnet. Ne? So großzügig wollen wir sein. Aber das, wo ist es, Leute? Das ist mein Herzensprojekt. Ja, also von daher, lasst ein Abo da und unterstützt die LOL-Mauer. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.